Herzlichen Dank für die netten Worte zu Beginn. Moment, ich muss, wenn man will, dass das einigermaßen funktioniert, muss man hier, glaube ich, anders starten. Moin. ich komme aus Bayern, also bin in der Schule in Bayern aktiv und wohne aber in Baden-Württemberg. Das hat auch seine politischen Gründe, dass ich immer noch in Bayern unterrichte. Und ich bin tatsächlich einfach nur Mathe-, Religion- und IT-Lehrer. Mehr kann ich nicht. Meine Eltern und Großeltern sind auch Lehrer und damit war eigentlich Zeit meines Lebens schon immer irgendwie die Reflexion von Unterricht, selbst in meiner Erziehung mit eingebaut, ja, mit allen Katastrophen, die sich darum noch mit ergeben, weil Lehrerkinder, um Gottes Willen, ja, dann können die Eltern daheim auch pädagogisch agieren und ja. Aber es hat zumindest mich eines gelehrt, was meine Großeltern und Eltern viel ausgemacht haben. Sie haben immer über die Selbstständigkeit und Eigenverantwortung der Schüler gesprochen. Und immer gesagt, es ist das Wichtigste, dass man die Schüler mit ins Boot holt, dass man personalisiert, dass man versucht, empathisch zu sein, dass die Schüler lernen, empathisch zu sein, dass es geht, dass sie recht viel miteinander reden, recht viel miteinander zusammenarbeiten, aber dass das Lernen am Modell noch mit das Wichtigste ist. Dass der Lehrer an sich nicht wegrationalisiert werden kann. Und das ist immer, mein Opa ist mittlerweile 91, der hat den Zweiten Weltkrieg erlebt und hat sich ein unglaubliches Fachwissen angeeignet. Wenn wir mit dem in die Kirche gehen, erzählt er so lebendig von dieser Kirche, dass 2 Minuten später 20 Leute um uns rumstehen und merken, da gibt es eine kostenlose Führung. Und da denke ich mir immer, wenn man heute Konzepte, Unterrichtskonzepte anschaut, da ist viel mit Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, aber keiner darf mehr laut sagen, dass man mal ein Stück weit frontal unterrichtet hat. Und wenn ich meinem Opa zuhöre, dann weiß ich, der kann das auch hochskalieren auf 200 Leute. Der begeistert auch 200 Fünftklässler von dieser Kirche in dem Augenblick. Also für mich war schon immer irgendwie das Thema, wie kriege ich meine Schüler in die Aktivitätsphase? Mit welchen Aktivitäten? Alles schülerorientiert oder alles lehrerzentriert? Welches Mischverhältnis soll da gelten? Und das ist ja auch irgendwas, was einem im Studium die ganze Zeit dann um die Ohren kaut wird. Zweitens gibt es noch eine zweite Sache, die ich über mich erzählen muss. Meine Mama nennt mich einen digitalen Nerd. Das heißt, ich habe ein Smartphone, ich habe ein Tablet, Siri habe ich nicht und Amazon Echo habe ich auch nicht. Aber ich habe einen YouTube-Kanal, ich bin bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram und so weiter. Ich könnte Ihnen jetzt noch Geschichten erzählen, aber es ist nicht so interessant. Aber ich bin sehr digital unterwegs. Und vor 6 Jahren habe ich mir dann irgendwann mal gedacht gehabt, Menschenskinder, ich mache so viel digital, warum hat das alles eigentlich noch nichts mit meinem Unterricht zu tun? Oder warum hat das Digitale nichts mit Schule zu tun? Das ist doch eine komplett schizophrene Welt. Nachmittags haben die Schüler die ganze Zeit ihr Smartphone in der Hand, wollen mit dem einigermaßen kompetent umgehen und vormittags schließen wir es komplett aus. Das habe ich nicht verstanden. Also habe ich mal versucht, ich muss irgendwie versuchen, das Digitale in den Unterricht zu bringen. Meine Idee dahinter, dass ich damit die Kompetenzen erwerbe. Also die Anwendung des Verfügbarseins des Smartphones, dass das dann dazu führt, dass meine Schüler kompetent im Umgang mit diesen digitalen Medien werden. Und meine erste Idee war ein Erklärvideo, weil ich kann bis heute keine Krawatten binden. Und jedes Mal, wenn ich ins Internet bei YouTube schaue, da gibt es einen, der filmt von hier oben den doppelten Winzer. Ich mache das einfach nach und nach 3 Minuten habe ich auch eine wunderbare Krawatte mit doppeltem Winzer. Ich habe 2 kleine Kinder und eine Frau, wenn wir unterwegs sind, da wird nicht verziehen, wenn man ewig lang braucht, bis man den Kinderwagen aufgebaut hat. Also habe ich mich daheim auf ein YouTube-Video angeschaut, da wird genau mein Kinderwagen, wird da in Windeseile aufgebaut und ich habe mich quasi vorbereitet, dass unterwegs dann da nichts mehr schief gehen kann. Und irgendwie habe ich mir gedacht, dieses Video muss doch irgendwas sein, wenn die Schüler damit gut lernen, wenn ich damit gut lernen kann, dann muss das doch irgendwie auch in den Unterricht rein. Das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt den Daniel Jung und der hat auf YouTube Millionen von Klicks auf seine Videos, das sind Mathe-Videos. Der steht nur an einer Tafel und rechnet runter. Den habe ich, müssen Sie mal googeln, Backup Learning heißt er da, oder Sie finden ihn unter Daniel Jung Education. Ist mittlerweile eine richtige Berühmtheit. Jeder Schüler, wenn man ihm das Bild zeigt, ach ja, den habe ich schon mal gesehen. Weil die Schüler sind nämlich bei YouTube unterwegs und schauen sich Unterricht oder Sachverhalte an, die sie im Unterricht nicht verstanden haben. So, jetzt ist es aber so, wie es halt jedem Lehrer geht. Der Daniel Jung, den gab es damals schon, vor 6 Jahren. Ich habe mein Video angeschaut und habe mir gedacht, nee, das würde ich anders sagen. Das gefällt mir nicht so. Irgendwie, wie es halt jeder Lehrer ist, man ist mit dem Material von den anderen Kollegen erstmal nicht so zufrieden.
Also habe ich mir gedacht, ich muss jetzt ein eigenes Video erstellen, selber eins machen und das jetzt irgendwie im Unterricht einsetzen. Die Idee dahinter war, ich erzähle ja meine ganze Karriere eigentlich über immer das Gleiche. Also, wenn ein Schüler in der 5. Klasse die Äquivalenzumformung nicht kapiert, obwohl wir sie entdeckend in Gruppenarbeit zusammen kollaborativ erarbeitet haben, fragt er nach 2 Wochen, wie geht das? In dem Augenblick habe ich eigentlich gar keine Zeit mehr, mit dem diesen ganzen Prozess hier nochmal durchzumachen. Da haben wir gedacht, dann gibt es da halt ein Erklärvideo zur Äquivalenzumformung und ich sage, pass auf, hier, ich klebe dir einen QR-Code ins Heft, guckst du daheim nochmal an, wie das mit den Äquivalenzumformungen funktioniert. In der 6. Klasse machen wir Äquivalenzumformungen nochmal, in der 7., nochmal, in der 8. nochmal und jedes Mal haben wir dasselbe Prozedere, sie wissen wieder nicht, wie es geht. Das kann man, glaube ich, auf jedes Fach übertragen. Da gibt es das, Groß-Kleinschreibung, irgendwas gibt es immer wieder jedes Jahr und jedes Jahr denkt man sich wieder, ich fange wieder bei Null an. Und ich will nicht mehr bei Null anfangen, ich will die Zeit nutzen. Und wenn jemand dann eben Probleme hat, dann soll er sich das eben diese Lücken schließen. Also habe ich mir gedacht, mache ich deswegen Erklärvideos. Jetzt, ich habe dieselben Schüler wie Sie, bei 30 Schülern war es so, also ich habe die Ansage gemacht, hier gibt es ein Video, wenn ihr wollt, könnt ihr das anschauen, um den Sachverhalt nochmal zu wiederholen. 3 Leute haben es angeschaut, die hätten es nicht anschauen müssen, die haben es schon so kapiert. Die anderen 27, die es vielleicht nötig gehabt hätten, die haben es nicht angeschaut. Also musste ich mir andere Wege überlegen, wie kriege ich jetzt dieses Video in den Unterricht rein. Und Sie merken, ich war stolz auf meine Videos. Ich habe mein erstes Video gemacht und es war geschwitzt, blutgeschwitzt, dass dieses Video endlich fertig war. Das musste jetzt irgendwie in den Unterricht rein. Meine erste Idee war, mein Video jetzt einfach vorne hier ablaufen lassen. Ich setze mich hin, mache mein Klassenbuch auf, mache die Krankmeldungen, schreibe rein, wer nicht da ist. Schreibt dazu, was Hausaufgabe ist und so weiter. Und währenddessen schauen sich die Schüler mein Video frontal an. Ja? Gut, da kommt man innerhalb von ein paar Sekunden drauf, dass das didaktisch nicht ganz so durchdacht ist. Weil das ist ja noch schlimmer als Frontalunterricht. Ich will nicht sagen, dass Frontalunterricht schlimm ist, aber auf jeden Fall ist das Video vorne zu zeigen schlimmer. Und warum? Weil hier kann man nicht mehr Rückfragen stellen. Das heißt, der Lehrer läuft einfach durch und mein erstes Video hat so 10, 12 Minuten gedauert, die waren beschäftigt. Meine Idee war ja, ich packe in dieses Video alles rein, dass die Schüler danach schon alles wissen. Ja? Weil ich aber meine Schüler erkannt habe, habe ich gewusst, sie wissen ja sehr, sehr wenig. Also habe ich einfach alles reingepackt in dieses 12 Minuten Video, was irgendwie notwendig war. Also didaktisch völlig sinnlos. Ich habe auch gemerkt danach, also sie fanden alle total, waren begeistert, haben zugeschaut. Kurze Rückfragen, keiner hat gewusst, worum es ging. Also habe ich mir gedacht, okay, das muss irgendwie pfiffiger gehen. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, Individualisierung ist doch so ein tolles Wort. Gehe ich halt in den Computerraum und setze jeden vor einen eigenen PC. Dann kann sich jeder dieses Video in seinem eigenen Tempo anschauen. Das ist das große Versprechen von Video gucken bei den Schülern. Sie können den Lehrer pausieren. Wenn sie was nicht verstanden hat, können sie zurückspulen. Sie können es 5-mal anschauen, 6-mal anschauen. Und ein Schüler, der früher fertig ist, kann auch ein bisschen hüpfen und kann dann schneller in weitere Arbeitsaufträge übergehen. Das war schon tatsächlich ein bisschen besser, aber es gab 2 Punkte, weswegen es gnadenlos gescheitert ist. Einmal ist für mich das ein ganz schlimmes Symbolbild von digitaler Bildung. Denn das ist Sprachlabor Reloaded. Wir sitzen alle in einem Raum. Ich fand auch das Bild vorhin vom Herrn Dräger furchtbar. Also ich weiß nicht, was er damit sagen wollte, aber da saßen doch alle auf einer Couch und haben Kopfhörer und einen Laptop. Also Kopfhörer aufgehabt, Laptop vor sich gehabt. Ich finde es schlimm, wenn das Symbolbild für digitale Bildung sein soll. Denn wenn wir über Bildung mal ganz normal nachdenken, dann heißt Bildung zusammenarbeiten, kooperieren, kommunizieren, kreatives Denken und kritisches Denken. Und das alles kriege ich nicht hin, indem ich einen Kopfhörer habe und einen Laptop vor mir. Und deswegen haben wir hier eigentlich einen toten Raum. Wir kommen doch nicht zusammen in die Schule, um uns dann hinter einem Bildschirm zu verstecken und nicht mehr miteinander zu reden. So funktioniert in meinen Augen Lernen nicht. Ich habe es trotzdem mal getestet, war falsch. Es gab auch noch einen zweiten Punkt, warum es nicht funktionieren konnte. Wir hatten damals an unserer Schule eine Übertragungsrate von 3 Mbit pro Sekunde. Für die ganze Schule. Und wir haben in Bayern Pflichtfach Informatik. Das heißt, wir haben 3 PC-Räume, wo Informatikunterricht stattfindet und einen 4., wo ich meine Schüler reingeschleust habe. Jetzt stellen Sie sich vor, 30 Schüler drücken gleichzeitig auf mein YouTube-Video. Das geht genau 5 Sekunden und dann ist der komplette Server down. Wir warten 1-2 Minuten, dann ist der Server wieder da, dann geht es wieder 10 Sekunden, dann ist er wieder down. Das heißt, mein 10-12-Minuten-Video, wir haben es nicht geschafft, in einer Stunde anzustauen. Währenddessen waren aber alle anderen Lehrer aus den anderen Räumen da und haben gefragt, was wir eigentlich jetzt hier machen. Also,
technisch gesehen sind Schulen noch nicht so weit, dass wir hier digital arbeiten können und ich finde es auch didaktisch fragwürdig. Für mich sind es, um jetzt mal ein bisschen vom Videolernen wegzukommen, Symbolbilder, wie digitale Bildung fehlinterpretiert wird. Wenn es nämlich den Frontalunterricht, sagen wir es mal, aufwertet, erneuert oder verschlimmert. Oder wenn es dazu führt, dass wir geräuschlose Räume erzeugen. Weil das, was eigentlich mit digitaler Bildung funktionieren sollte oder passieren sollte, ist, dass wir unser Unterrichten neu überdenken. Es geht nicht darum, zwanghaft Technik einzusetzen, sondern es geht darum, dass wir dadurch vielleicht zu mehr Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Personalisierung, Individualisierung bringen. Und das hat alles erstmal nichts mit Technik zu tun. Hier ist ein Mindset erforderlich und den Mindset habe ich auch lernen müssen. Ich habe mich einfach digitalisiert, in der Hoffnung, dass die Digitalisierung des Lehrers zum besseren Lernen führt. Aber das tut es nicht. Da muss man noch ein paar mehr Stellschrauben ziehen. Und das heißt, wenn Sie über digitale Bildung nachdenken, möchte ich Sie dazu anregen, denken Sie neu über den Unterricht nach. Denken Sie neu darüber nach, was Sie von Ihren Eltern, von Ihren Schülern erwarten wollen. Ja? So wie mein Opa immer gesagt hat, Sie müssen selbstständig sein, Sie müssen eigenverantwortlich arbeiten. Da hat er schon recht gehabt. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung, das waren die Fehler. Ich gehe jetzt zu dem, ich weiß nicht, ob ich heute alles richtig mache, das müssen Sie dann nachher beurteilen, aber ich erzähle Ihnen jetzt einfach, wie bei mir Unterricht heute ausschaut und habe dazu zwei Bilder dabei, die das einigermaßen als Symbolbild charakterisieren sollen. Hier oben, er hier hört tatsächlich gerade ein Video, habe ich ihn dazu verdonnert, weil er hat es immer noch nicht kapiert, er hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Die zwei haben eine Frage gehabt, da hinten die vier tun sich gerade zusammen, weil sie merken, sie kommen an einem Problem nicht weiter. Die zwei arbeiten auch zusammen und die beiden hier, die haben gesagt, okay, heute völlig allein arbeiten. Das ist nicht gestelltes Bild, ich habe zwar insgesamt fünf verschiedene gemacht und das war das Beste, aber das soll so ungefähr den Unterricht widerspiegeln, dass die Sozialformen frei sind, das Arbeiten frei ist, aber dass es eben hier kein Bildschirm ist, der im Mittelpunkt steht, sondern der Bildschirm liegt nebendran. Hier, da drüben sieht man es noch ein bisschen und da liegt auch einer. Ist aber nicht das, was im Mittelpunkt steht, auch wenn es da ist. Hier auch, hier ist es dann eher im Zentrum, weil wir es hier als Diskussionsplattform nehmen. Das heißt, hier wird etwas geschaffen, was gemacht und wir diskutieren fachlich darüber, was hier passiert ist. Und so gibt es ganz viele Anbaumöglichkeiten oder Integrationsmöglichkeiten, wie ich digitale Medien integrieren kann. Das, was ich mache, ist, dass ich das Erklärvideo einsetze und Unterrichtsmaterial digital mache. Das heißt, das Smartphone steht zu jeder Zeit zur Verfügung. Wir haben WLAN, mittlerweile auch 200 Mbit, das heißt, wir können es auch einigermaßen verwenden. Wir haben aber weiterhin ein Übungsheft und ein Themenheft, wo wir ganz normal unsere Niederschriften alle reinbringen. Ich finde diese Trennung, wir machen jetzt alles digital und schreiben auch noch auf ein Tablet, etwas falsch, würde ich sagen, weil ich zum Beispiel schreibe gern alles auf Tablet, aber es gibt genügend Schüler, die können sowas gar nicht. Da müssen wir schauen, dass wir eben beide Welten sinnvoll miteinander verzahnen. Und damit das einigermaßen geht, dass wir auch die Welt von zu Hause mit der in der Schule verzahnen, haben wir eine Lernplattform, wo diese Materialien ständig und immer zur Verfügung stehen. Das heißt, dass Schüler zu Hause Unterricht nachholen können. Das heißt, dass Schüler zu Hause dasselbe Material haben. Das, was ich versuche zu generieren, ist sowas wie ein Lernbüro. Das heißt, die Schüler arbeiten sich auf ihrem Weg durch dieses Unterrichtsthema durch mit den Materialien, die ich ihnen zur Verfügung stelle. Allerdings ist dieses Lernbüro nicht nur in einem Wagen, das im Klassenzimmer steht, sondern es findet sich auf einer Lernplattform, sodass mobiles Lernen möglich wird, dass sie zu Hause was tun können, dass sie in der Straßenbahn etwas tun können oder sonst irgendwo. Ich versuche, und das ist meine Prämisse dann gewesen, meinen Unterricht schülerzentriert zu öffnen. Das heißt, ich mache keinen Lehrervortrag mehr. Ich stehe nie frontal vor der Klasse. Ich hole das alles auf Tagungen nach. Heute habe ich dreiviertel Stunde, das müssen Sie jetzt ausbaden. Ich versuche immer, die Schüler in den Mittelpunkt zu stellen, ihr Arbeiten in den Mittelpunkt zu stellen, dass sie gezwungen werden, eigenverantwortlich zu handeln, dass sie gezwungen werden, selbstständig zu arbeiten. Und das sowohl analog als auch digital. Und das Schwierigste, was ich da, den schwierigsten Sprung, den ich dabei habe machen müssen, war in die Rolle des Coaches zu kommen. Das heißt, ich stehe hinten dran und gucke den Schülern zu. Ich bin nicht derjenige, der hingeht, durchstreicht, sagt, nochmal machen, wegreißt und was weiß ich, oder den Schülern ständig diesen Trichter, dieses Trichterlernen verabreicht. Schüler meldet sich, hat noch nicht einmal die Hausaufgabe vor, hat nicht einmal die Aufgabenstellung vorgelesen und gefühlt hat er einen Trichter hier und ich bin dafür verantwortlich, möglichst reinzustopfen. Mittlerweile hat das leider auch bei den Eltern so ein bisschen das Geschmäckle, dass die meinen, der Lehrer ist dafür zuständig, dass das Kind lernt und Selbstständigkeit des Kindes ist eigentlich nicht mehr gefragt. Und da will ich hin, dass die Schüler eben nicht den Trichter aufhaben, sondern zuerst mal die Aufgabe lesen,
dann überlegen, was sie tun könnten, wenn sie nicht weiter wissen, den Nachbarn fragen, sich selbst darum zu kümmern und nicht eine halbe Stunde lang rumsitzen und warten, bis jemand vorbeikommt, der ihnen hilft. Weil das wird nach der 10. Klasse auch nicht mehr passieren. Ich bin Realschullehrer, 5. bis 10. Klasse. Das heißt, ich kann wirklich, theoretisch könnte ich als Lehrer so viel Gas geben, dass ich den Schülern alles beibringe. Alles von mir unterstützt, quasi alles von mir vorgegeben. Bin mir sicher, ich könnte die zu einem guten Abschluss führen. Wenn die aber nach der 10. Klasse anschließend die Schule verlassen und irgendwo nicht weiter wissen, steht da kein Herr Schmidt nebendran, der ihnen weiterhilft. Deswegen ist es so wichtig, und das erzähle ich dann auch meinen Schülern, ihr müsst lernen, selbstständig zu arbeiten. Ihr müsst schauen, dass ihr Probleme selbstständig bewältigt. Deswegen ist mein Unterricht ganz viel Lernen, Lernen. Und das hat es mir dramatisch geöffnet, als ich meine Frontalvorträge und Lehrer-Schüler-Gespräche geführt habe. Da haben die Schüler ja immer irgendwie das nachgesprochen, was ich irgendwie hören wollte. Jetzt, wo ich sehe, sie arbeiten selbstständig, merke ich eigentlich, wie schwer die sich tun, selbstständig zu lernen. Dass Lernen, Lernen ganz oben auf der Agenda steht, was ich ihnen beibringen muss. Dass sie wissen, wie sie eine Problemstellung lösen und so weiter. Ich versuche sehr viel Spiel einzubauen. Ich habe Peer-Tutoren, das hat sich irgendwann ergeben, weil am Anfang doch sehr viele Fragen sind und ich ja nicht irgendwie wieder alle 20 gleichzeitig bedienen kann, habe ich immer ganz schnell 3, 4, 5 Leute, je nach Klassengröße, die freigestellt sind vom Arbeiten und die dürfen dann rumgehen und den anderen helfen. Sind aber von mir instruiert, sie dürfen keinen Stift in die Hand nehmen. Das heißt, sie dürfen nichts ins Heft des Schülers schreiben, sie dürfen auch nichts durchstreichen oder sonst irgendwas, sie dürfen Impulse geben, wohin deuten, ihnen mündlich was erklären, aber machen muss es derjenige noch selber. Ich gebe Aufgabenpools zur Verfügung zum differenzierten Arbeiten. Das heißt, ich habe nach meinem Buch die Aufgaben für Leute, die in Einser schreiben wollen, eine andere Aufgaben, die eher so Note 2 bis 3 schreiben wollen und wieder andere Aufgaben oder ähnliche, aber leichtere in der Gruppe 3, die dann mit einem 4er zufrieden sind. 5er und 6er gibt es nicht, also doch, die gibt es schon im Unterricht, aber ich will niemanden, der sich meldet und sagt, das Thema, da kenne ich mich so gut aus, ich will einen 5er oder einen 6er in dem Thema. Sie sollen sich nämlich selber einschätzen und selbst erfahren, wie sie in dem Fach stehen und welche Materialien sie sich am besten jetzt für die Unterrichtsstunde für dieses Thema verwenden. Da läuft auch noch viel schief, ja? Derjenige, der ständig 4er, 5er schreibt, wählt sich immer die schwierigsten Aufgaben und wundert sich, dass er nicht weiterkommt. Da gilt es natürlich dann zu coachen. Entweder kommen sie selber drauf oder ich bin halt derjenige, der dann sagt, ist alles falsch, wähl dir doch die Aufgaben aus, wo du ein bisschen besser zurechtkommst. Viel Reflexion habe ich versucht einzubauen. Das heißt, ich habe immer die Schüler befragt, wie läuft der Unterricht gerade ab, wie taugt er euch, gibt es Möglichkeiten, was ich ändern könnte, damit ihr besser lernt. Also ich versuche hier den Dialog zu suchen. Nicht immer bringt der was, weil am Schluss der Schüler natürlich versucht, Arbeit zu verhindern und dementsprechend mir Tipps gibt, die dahin führen, dass der Schüler noch weniger macht. Und da muss man halt dann immer ein bisschen ausbalancieren und den Schülern sagen, passt auf, wenn am Schluss bei der Reflexion rauskommt, dass ihr nichts mehr tun müsst, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Gebt mir Tipps, ihr könnt von mir aus Tipps geben, dass ihr weniger tun müsst, aber also unterm Strich sollte da stehen bleiben, war mir wichtig, dass ich immer die Schüler frage, was sie wollen, was sie machen sollen. Dadurch habe ich gute Aufgaben auch in den Unterricht reingekriegt und bei uns ist es, ich glaube auch in Schleswig-Holstein, ist der Begriff der Kompetenzorientierung ja jetzt ganz, ganz weit aufgestiegen und wir sollen jetzt möglichst kompetenzorientiert arbeiten und in Mathe heißt es kompetenzorientierte Aufgaben, wo der Schüler an der Aufgabenstellung, die er sich selber stellt, erstmal erlernt, wie er sich einem Problem öffnet und wie er an einem Problem herangeht. Und diese Aufgaben sind im traditionellen Unterricht immer etwas schwer hinzubekommen, weil man einfach keine Zeit dafür hat. Durch diese Differenzierung versuche ich das halt so zu machen, dass es in der ersten oder zweiten Gruppe so eine kompetenzorientierten Aufgaben gibt. Diejenigen, die ihnen ein Vierer ausreicht, denen gebe ich keine kompetenzorientierten Aufgaben, die machen einfach nur das, was in der Abschlussprüfung gefordert ist. Ich will auch am Schluss, dass keiner mehr diese Gruppe wählt. Also ich will sie so weit bringen, dass sie motiviert sind. Und das alles ist für mich ganz wichtig, im Hintergrund zu sein, habe ich schon mehrfach gesagt, weil ich mitkriegen will, was mit den Schülern passiert, weil ich ein offenes Ohr für die Schüler haben will. Und das ist das, was dabei passiert ist, war herausragend, weil sich die Schüler haben sich mir geöffnet. Ich war nicht mehr der vorne frontal alle beschallt und quasi über ihnen drüber ist, sondern ich war auf Augenhöhe. Ich bin in den Reihen unterwegs gewesen, ich habe mich in die Mitte gesetzt und die Schüler haben plötzlich mich als Mensch wahrgenommen. Die haben mir plötzlich Geschichten erzählt zwischendrin, was sie gerade bedrückt, was passiert. Das ist ein Nebeneffekt von Unterricht, aber das ist genau das, wie ich dann als Lehrer sie auch packen kann. Das kann auch in die andere Richtung gehen, wenn mich jemand hasst, ein Schüler, und ich gehe dem die ganze Zeit auf den Keks oder mache viel mit dem, dann geht es genau in die falsche Richtung. Weil je mehr Zeit wir miteinander haben, desto mehr können wir uns auf den Keks gehen.
damit ich das Ganze hinkriege, damit mein Unterricht immer so ausschaut, schalte ich vorab als Vorbereitung auf den Unterricht ein Erklärvideo. Das heißt, die Schüler kommen eben zu diesem Thema, das jetzt in der Stunde quasi bearbeitet wird mit Aufgaben, kommen sie nicht unvorbereitet, sondern sie haben von mir ein Erklärvideo gekriegt. Da habe ich jetzt also mein Video unterbracht. Nicht im Unterricht, sondern als Hausaufgabe, als Vorbereitung. Ein Erklärvideo bei mir ist nichts anderes als eine vertonte PowerPoint-Präsentation. Und zwar nehme ich mir als Vorbild immer eine Tafel und mache einfach eine 16:9 Folie bei PowerPoint und überlege mir dann, wie würde ich die Tafel bestücken und mache das dann mit Textfeldern, Bildern, Visualisierungen und sonst irgendwas. Ich habe mittlerweile gelernt, dass man hier versuchen sollte, seine Handschrift zu verwenden. Wäre schöner, weil die Schüler ja danach das auch mit Handschrift übernehmen sollten. Das Technische an dem Ganzen ist wirklich das Einfachste. Ich werde da jetzt hier keinen Workshop machen, wie man ein Erklärvideo erstellt, aber es gibt Programme, da muss man nur ein Mikrofon an den Computer anschließen und seine Präsentation öffnen. Wenn man dann im Programm auf Start drückt, also auf Aufnahme, nimmt er das Mikrofon, den Bildschirm und wenn man möchte, auch noch die Kamera auf. Mögen nicht viele, aber ich mach's. Und dann wird quasi alles, was ab sofort gesprochen wird, in so ein Erklärvideo verpackt. Das heißt, es ist wirklich nur Aufnahme und Stopp. Ich habe auf meiner Homepage ganz viele Erklärvideos, wie man auf unterschiedliche Weise Erklärvideos erstellen kann. Da können Sie sich mal umschauen. Deswegen schiebe ich das hier raus, weil das mir das nicht das Schwierigste an dem Ganzen erscheint. So, jetzt waren mein erstes Video, das ich auf diese Weise versucht habe, im Unterricht einzubringen, habe ich den Schülern als Hausaufgabe aufgegeben. Und ich habe am Abend noch geguckt und habe gesehen, von 30 Schülern, ich hatte sagenhafte 12 Klicks auf dem Video. Und ich habe, also um 18 Uhr abends waren es noch 5 Klicks, um 11 Uhr abends waren es dann die 12. Und am nächsten Morgen bin ich in die Klasse rein und ich habe mir schon alles vorgenommen und gesagt, jetzt kriegt er ein Video als Hausaufgabe, mehr müsst ihr nicht tun. Und jetzt kriegt er es noch nicht gebacken, das hinzukriegen. Ja? Also in die Klasse rein, war schon auf 180 und sehe lauter geöffnete Hefte mit wunderschönen Hefteinträgen. Die Aufgabe war nämlich, sie sollten aus dem Video sowas wie ein Landtagebuch machen. Das heißt, das Schlussbild, das Ende der Folie sollten sie ins Heft bringen, dazu schreiben, was sie dabei gelernt haben, dazu schreiben, was sie noch nicht können und so weiter. Überall, bei allen 30, ich glaube, einer hat es vergessen, bei 29 war das wunderbar gemacht. Ich sage, hey, wie kann denn das sein? Es sind 12 Klicks auf meinen Videos und alle 30 habt ihr eure Hausaufgaben fertig. Ich sage Ihnen was, und das wissen Sie wahrscheinlich schon längst, digitale Bildung findet bei Schülern schon längst statt. Die haben alle eine WhatsApp-Gruppe und da geht der Streber um 1 Uhr nachmittags heim, macht alle Hausaufgaben, fotografiert sie ab, stellt sie in die WhatsApp-Gruppe und alle anderen setzen sich um 3 Uhr, 4 Uhr oder 12 Uhr nachts hin und schreiben diese Hausaufgaben ab. Sagt der eine, Herr Schmidt, wieso soll ich mich auf der Lernplattform Mebis einloggen und dir Video anschauen, wenn doch das Einzige ist, dass ich einen Hefteintrag machen muss und der hat mir das doch eh schon geschickt. Alles klar. Musste ich mir irgendwas einfallen lassen, wie ich die Schüler dazu bekomme, dass sie jetzt nicht nur das Video gucken, sondern es auch angucken. Das Dramatische war auch, dass bei diesen 12 Klicks eine Schülerin sich gleich gemeldet hat. Herr Schmidt, das ist ein super System. Ich habe mir ihr Video 5-mal angeschaut. Ja, 7 Leute haben auf dieses Video oder 8 Leute haben auf dieses Video geklickt. Und dann war es auch noch so, man kann sich die durchschnittliche Wiedergabezeit anschauen. Also auf das Video klicken und dann steht dann durchschnittliche. Und damals hat kein Mensch meinen Kanal kannt. Das waren wirklich nur meine Schüler, die da draufgeklickt haben. Und die durchschnittliche Wiedergabezeit bei so einem 10-Minuten-Video war bei circa 2 Minuten, 2 Minuten 20. Sie erinnern sich an diese stolze Schülerin, die gesagt hat, sie hat es 5-mal ganz angeschaut. Ja? Also es kam am Schluss auf jeden Fall nicht mehr viel bei raus, weil die eine Schülerin dann auch gesagt hat, Herr Schmidt, Ihr Video dauert 10 Minuten oder 12 Minuten und das sehe ich sofort. Ja? Da steht nämlich am Ende 12 Minuten dran. Dann gehe ich rechts in meine Spalte, sehe das gleiche Thema bei YouTube von anderen Lehrern in 5 Minuten. Gut, musste ich Ihnen erklären, Sie dürfen gerne das 5-Minuten-Video anschauen, aber vielleicht ist das eben nicht ganz so passend zu unserem Lehrplan, zu unserem Unterricht. Sie müssen hier die Verantwortung übernehmen. Wenn Sie damit weiterkommen, ist für mich auch eine Kompetenz, sich im Leben durchzumogeln. Ja? Aber wenn Sie danach wissen, wie im Unterricht das zu handhaben ist, dann soll es recht sein. Aber ich muss irgendwas machen, dass die anderen 22 im Unterricht das auch anschauen. Deswegen
Ich habe dann nach einem Jahr erfahren, dass das Konzept Flipped Classroom dahinter heißt. Habe ich mal so ein bisschen gegoogelt, was denn die anderen Kollegen so machen. Und die geben zum Video immer eine Begleithausaufgabe auf. Die machen zum Beispiel ein Arbeitsblatt mit Lücken, wo sie dann ausfüllen müssen. Oder die Schüler müssen Fragen beantworten, aber auf dem Blatt oder was weiß ich. Auf jeden Fall haben die eine Überprüfung mit drin. Und ich habe mir einfach gedacht, Mensch, digital kann ich besser. Ich mache eine digitale Überprüfung via Learning Apps. Das heißt, ich stelle Fragen, die zwischen den Zeilen von mir beantwortet sind, mit Quizfragen dar, Multiple Choice zum Auswählen. Tatsächlich hat es dann zugenommen, dass die Schüler, dass es mehr Klicks gab und auch die durchschnittliche Wiedergabezeit ist nach oben gegangen. Aber immer noch nicht hatten es alle angeschaut, war auch ganz einfach, der eine Schüler hat es mir eindeutig gesagt. 6 Bilder, Herr Schmidt. Jedes Mal fotografieren wir ab, welche Frage die richtige ist und auch das stellen wir bei WhatsApp rein. Also habe ich den Button eingeführt, dass man die Fragen mischt und die Antworten auch. Ja? Und dann ist einer in den Unterricht gekommen und hat gesagt, Herr Schmidt, jetzt haben Sie es zum ersten Mal meine Hausaufgabe selber gemacht. dadurch, dass er aber dann immer noch die durchschnittliche Wiedergabezeit nicht bei der Zeit war, wo ich eigentlich hin wollte, ging ich noch einen Schritt weiter. H5P ist ein wunderbares Tool, das es bei uns auf der Lernplattform Mebis, ist so ein Moodle-Verschnitt in Bayern gibt. Da kann man ein Video einbetten und kann sagen, nach 80 Sekunden soll in diesem Video eine Pause passieren und es soll eine Frage aufploppen, wie zum Beispiel hier, und dann muss hier was reingeschrieben werden. Hat der Schüler die Antwort falsch, muss er das Video nochmal von vorne anschauen. Und er kann nicht durchhüpfen. Und auf der Lernplattform kann ich sehen, wann er es gemacht hat, wie oft er es gemacht hat und ob er bis zum Ende durchkommen ist. Ich habe hier Überprüfungsmechanismen. Da habe ich aber Sachen erfahren, die ich nicht alle erfahren will. Also zum Beispiel letztes Mal versucht um 3:30 in der Nacht. Da stelle ich mir auch die Frage des Datenschutzes. Darf ich sowas? Oder muss oder darf ich sowas wissen, wann die Schüler ihre Aufgaben machen? Zumindest die Schüler haben es mir sehr positiv zurückgemeldet. Die haben gesagt gehabt, das ist super, Herr Schmidt, jetzt haben wir endlich mal gelernt, wie man Video anguckt. Und das haben sie nicht ironisch gesagt. Sie haben gesagt, die wissen das nicht. Bei YouTube hüpfen sie. Die hüpfen immer weiter, die schauen sich Sequenzen an. Manchmal schicken ihnen Leute bloß kleine Sequenzen von einem Video und schauen gar nicht von ihrem Mathelehrer, schauen sie ein Video am Stück an. Aber als ich sie dazu gezwungen habe, mit H5P am Stück anzuschauen, haben sie endlich kapiert, Mensch, jetzt weiß ich ja sogar im Unterricht, wie das funktioniert. Jetzt bin ich ja nicht mehr unvorbereitet. Das heißt, irgendwann nach 2-3 Wochen habe ich es auch wieder weglassen mit dem H5P, weil dann haben die Schüler kapiert gehabt, okay, wenn ich Erfolg im Unterricht haben will, muss ich mein Zeug machen. Das heißt, das waren höchstens Lerneffekte, aber dauerhaft will ich diese Kontrollmechanismen nicht ausführen. Vor allem stellen Sie sich vor, ich mache ein Erklärvideo und dann mache ich noch ein H5P drüber. Gut, irgendwann hört halt die Freizeit auf, dass man noch eine übrig hat. Dementsprechend war für mich klar, ich muss ein Überprüfungsorgan dazu bringen, aber in der Zeit muss ich auch die Schüler dazu bringen, dass sie die Idee dahinter verstehen, dass die im selben Boot hocken. Wenn die Schülerklasse komplett verweigert, komme ich da trotzdem nicht weiter. Was für Auswirkungen so eine Nutzung des Smartphones im Unterricht und zur Hausaufgabe hat, noch 2 kleine Anekdoten. Ein Schüler ist mal interviewt von einer Zeitungsdame, die bei uns im Unterricht war, und die erste Frage, die von ihr kam, wie viel verwendet ihr denn das Smartphone im Unterricht? Dann hat er gesagt, die ganze Zeit. Wir machen eigentlich nur Smartphone-Unterricht. Dann habe ich gesagt, Moment, jetzt denk mal drüber nach. Wie viel arbeitest du im Heft? Ah ja, stimmt, eigentlich die meiste Zeit. Wie oft guckst du ins Smartphone? Ah ja, stimmt, eigentlich gar nicht so oft. Aber zu Hause schaue ich 10 Minuten ihr Video an. Ja? Also die Motivation, wir dürfen unser Smartphone verwenden, hat bei dem dazu geführt, dass er dachte, er verwendet es die ganze Zeit. Oder eine andere Anekdote von einem Schüler, 5. Klasse, letztes Jahr habe ich es eingeführt, das Konzept, und wir hatten 4 Stunden gebraucht, damit alle Schüler im WLAN waren und auf der Lernplattform eingeloggt und ihr Passwort geändert haben und dann kapiert haben, dass man beim neuerlichen Einloggen nicht sein altes Passwort verwendet. Dazu haben wir 4 Stunden gebraucht und ich war mit den Nerven völlig fertig und anschließend kam so ein kleiner Stöpsel, der Noah, zu mir und hat gesagt, Herr Schmidt, Sie sind der beste Mathelehrer auf der ganzen Welt. Und ich sagte, hä? Wir haben uns eingeloggt, WLAN und Passwort geändert. Wir hatten noch gar keine Mathe gemacht. Wird schon noch. Also die Motivation, ein Smartphone im Unterricht zu verwenden, hat dazu geführt, dass er gedacht hat, der beste Mathelehrer der Welt. Er hat nach 2 Wochen auch kapiert, wie es der Herr Träger vorhin gesagt hat, es geht am Schluss eigentlich immer noch um Mathe.
Ja? Das heißt, die Motivation geht zack nach oben. Stellen Sie sich vor, Sie kommen mit einem WLAN-Router unterm Arm ins Klassenzimmer, sagen alle Handys raus, ihr bekommt jetzt ein WLAN-Passwort und eure Hausaufgabe besteht ab sofort nur noch darin, YouTube-Videos zu gucken. 5 Leute lassen ihr Handy drin, weil sie denken, es ist ein Scherz, danach wird es abgenommen. Dass es nur der Köder ist, um irgendwelche Sanktionen auszusprechen. Aber im Normalfall hat man sie da. Und nach 2 Wochen, ich muss in denen 2 Wochen halt arbeiten ohne Ende, um ihnen das System so zu erklären, dass sie verstehen, okay, selbst wenn ihr draufkommt, dass am Schluss in den Videos nur Mathe drin steckt, ihr müsst verstanden haben, dass es trotzdem euer Lernen bereichern kann. Und das ist 2 Wochen lang meine Aufgabe. Bisher ist es noch nie gescheitert. Selbst in einer Klasse, wo ich 2 Jahre lang das Gefühl habe, es ist gnadenlos gescheitert, ich habe es bis zum bitteren Ende durchzogen, die hatten einen Mega-Abschluss oder einen Mega-Erfolg in der Abschlussprüfung. Habe ich nicht kommen sehen. Die haben halt einfach das erst umgesetzt, was ich ihnen gesagt habe in den letzten 3 Wochen vor der Abschlussprüfung. Da haben sie dann selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten können. Aber immerhin. So, jetzt, wenn man sich das so anschaut, heißt Flip Classroom. Wir schauen uns ein Video zu Hause an, kommen in den Unterricht und üben. Das heißt, umgedrehter Unterricht bedeutet, das, was ich früher daheim gemacht habe, die Hausaufgabe, mache ich jetzt im Unterricht. Und das, was ich früher in der Schule gemacht habe, die Erarbeitung eines Unterrichtsthemas, mache ich jetzt zu Hause. Das ist aber eine Engführung, denn wenn ich jedes Mal zu Hause erkläre, dann kommt man fachdidaktisch ziemlich schnell an seine Grenzen. Stichwort entdeckendes Lernen. Wie soll ein Schüler entdecken, wenn ich jedes Mal ihm daheim sage, was er zu tun hat und er in der Schule nur noch auskotzt? Deswegen gibt es für mich 3 Varianten, ein Video einzusetzen. Einmal tatsächlich erklärend als Vorbereitung, wenn ich zum Beispiel einen Versuch mache, das ist jetzt ein ziemlich einfacher Versuch, weil ja hier nicht nur Mathelehrer herin sitzen. Wir lassen Wasser in einen Becher reinlaufen, messen nach 3 Sekunden, nach 5 Sekunden und nach 9 Sekunden, um den Zusammenhang einer linearen Funktion grafisch zu veranschaulichen, beziehungsweise halt an einem Versuch zu veranschaulichen. Erkläre Ihnen, was für Begriffe da wichtig sind. Die Schüler kommen im Unterricht zusammen und jetzt ist es eben nicht so, dass sie einfach das Nachmachen rechnen, sondern jetzt suchen sie andere Anwendungsbeispiele im Unterricht und versuchen, das eben zu skizzieren, entweder als Hefteintrag oder als Video. Sie können jetzt neue Zusammenhänge von direkter Proportionalität und linearen Funktionen selbst erstellen. Das also quasi als Vorbereitung, damit wir bereits vertieft in den Unterricht einsteigen können. Oder aber, ich lasse im Unterricht einfach eine komplexe Aufgabe machen, gerne auch eine kompetenzorientierte oder offene Aufgabe, und mache aber keine Verbesserung im Unterricht, sondern verlagere das Erklärvideo, nämlich das Verbesserungsvideo, auf die nachmittägliche Nachbereitung aus. Dass der Schüler daheim dieses Video anschaut und damit seine Notizen, die er im Unterricht gemacht hat, verbessert. Beide Male muss ich davon ausgehen, dass es eben die Schüler nicht vollständig gemacht haben. Oder, das ist, um es gar nicht mal so negativ für die Schüler auszudeuten, oder sie haben es einfach nicht so richtig verstanden, was hier drin gemacht hat, oder sie haben ihren Fehler durch dieses Video nicht rausbringen können. Deswegen nehme ich mir hier zu Beginn der Unterrichtsstunde Zeit, um Fragen nochmal stellen zu lassen. Je nachdem, wie lange Sie denken, ob eine Klassenarbeit demnächst kommt, sind die Fragen mehr oder weniger. Genauso mache ich hier in der nächsten Stunde immer noch die Möglichkeit, was habt ihr denn nicht verstanden, welche Fehler sind nicht gelöst worden. Aber ich beantworte sie nicht selber, sondern bringe Schüler zusammen, die jetzt was verstanden haben und die anderen, die es nicht verstanden haben. Das heißt, ich versuche diesen Prozess zu moderieren, dass sie 5 bis 10 Minuten zusammen sich austauschen können, Fragen, offene Sachen diskutieren können. Und sollte da tatsächlich immer noch irgendwas unklar sein, ja dann können sie das Ganze auch an mich weitergeben. Weil ich mir als Coach im Hintergrund so viel wertvoller vorkomme, will ich mich auch nicht mit den Themen beschäftigen, die andere Schüler für mich erledigen können. Außerdem ist es ein wunderbarer Prozess, wenn man dann Schülern beim Kommunizieren zuhört. Der eine, der es nicht versteht, der andere, der schon was versteht, und jetzt müssen die Sprachen zueinander führen. Da wird in meinen Augen ganz viel Mathe gelernt, und ich glaube, in jedem anderen Fach ist es auch so, wenn sie sich über Unterrichtsgegenstände unterhalten müssen, der eine kann es, der andere nicht, müssen sie schauen, dass sie ihre Sprachen angleichen und dementsprechend dann aber auch Fachworte verwenden, damit beide wissen, um was es geht. Beides Male bin ich davon überzeugt, dass nicht alle was verstanden haben, aber diese Tiefe, in die wir dann einsteigen, ist um ein Vielfaches höher wie traditioneller Unterricht, finde ich. Wenn alle schon ein bisschen was verstanden haben, habe ich eine viel schnellere Ausgangsposition, um schnell weiterzukommen. Und das mache ich mir zunutze. Ich habe da viel auch davon gelernt, im Internet mich auszutauschen mit Professoren. Da hat mir einer den Tipp gegeben, mach doch sogenannte Impuls- oder Aufgabenvideos. Und seit 2 Jahren oder mittlerweile 2,5 Jahren mache ich ausschließlich die Kombination aus Impulsaufgabe und Erklärvideo.
Was heißt es? Die Schüler bekommen zwar ein vorbereitendes Video, das ist aber kein Erklärvideo. Es erklärt höchstens irgendwelches Grundwissen, das man für diese Thematik braucht. Hier erkläre ich nur, was zu sehen ist, nämlich eine Laterne, ein Hund an der Leine und eine Katze, die an dem Hund vorbei will, aber sie will auf keinen Fall in dem Bereich landen, wo der Hund sie erwischen kann. Und die Schüler sollen zu Hause skizzieren, welchen Bereich die Katze meiden soll. Das ist die Einführung des Kreises in der 5. Klasse. Hier oben ist dieses Arbeitsblatt mit einem Link hinterlegt. Ich habe es zwar im Unterricht ausgeteilt, aber zu Hause können Sie, wenn Sie den Link abrufen, dieses Dokument nochmal herunterladen und ausdrucken. Was meinen Sie, was für Ausreden alles kommen, wenn man sein Blatt austeilt? Also so versuche ich die Ausreden wieder zu nehmen. Und dann soll das jedem eben skizzieren. Und in der nächsten Stunde sollen Sie es auch nicht nur die Skizze zeigen, sondern auch verbalisieren. Kurz erklären in 20, 30 Sekunden, wie Sie vorgegangen sind, was Sie für eine Idee gehabt haben. Und dieses Gespräch moderiere ich und lasse einfach immer zwei, drei nach vorne kommen und dann versuchen wir festzustellen, was haben alle diese Lösungen gemeinsam. Daran erarbeiten wir dann die Eigenschaften des Kreises und es ist tatsächlich kein Problem mehr, weil sie alle irgendwie irgendwann verstanden haben, dass, wenn sich die Leine nicht um die Laterne rumwickelt, dass der Abstand von Hund bei gespannter Leine immer gleich groß ist, wenn er sich auf dem Rand bewegt. Und so können wir ganz viele Begriffe wie Radius, Durchmesser, spielend erarbeiten, beziehungsweise manche Schüler waren natürlich dann auch so, dass sie begeistert sind, dass sie gleich mal gegoogelt haben, was denn so ein Kreis alles für Eigenschaften hat. Ich mache danach keine Ergebnissicherung mehr, das heißt, ich halte das Ganze nicht in einem Hefteintrag oder sonst was fest, sondern die Schüler gehen direkt in die differenzierten Aufgaben. Wir erarbeiten uns quasi anhand dieser gelösten Aufgaben das Thema und dann geht es direkt in die Übung, weil den Hefteintrag mit passendem Erklärvideo zu dieser Aufgabe bekommen Sie am Nachmittag zur Nachbereitung. Das heißt, Sie müssen nachmittags den Hefteintrag erstellen, mit dem Sie dann nachträglich lernen können, beziehungsweise Sie sollen auch hier eigentlich ein Landtagebuch erstellen. Das funktioniert bisher suboptimal, kriegt es höchstens in höheren Klassen hin, dass die tatsächlich anfangen, hier Texte zu schreiben. Gerade in den jüngeren Jahrgangsstufen ist da sehr viel mit Disziplin verbunden, dass ich das hinkriege. Wenn man jetzt also Flipped Classroom, so wie ich ihn anwende, nochmal kurz zusammenfasst, bedeutet das, ich überlege mir vorher, welche Prozesse gibt es in der Unterrichtssequenz. Wo arbeite ich zusammen, wo kommunizieren wir zusammen, wo sind individuelle Prozesse. Und das, was hier als Vorbereitung und Nachbereitung ist, sind für mich individuelle Prozesse. Das erste Herantasten an ein Thema bzw. einen Hefteintrag abschreiben. Und das, was ich dadurch gewinne, ist viel Zeit für wertvolle Interaktionen im Unterricht. Und jeder, der schon mal eine 5. Klasse unterrichtet hat, weiß, was es bedeutet, wenn man den Hefteintrag nicht im Unterricht abschreiben lassen muss. Wenn man das auf den Nachmittag verlegen kann, gewinnt man unglaublich viel Zeit. Didaktisch muss ich mir das jedes Mal überlegen, aber auch natürlich auf die Klasse zugeschnitten muss ich es mir überlegen, wann ich ein Video einsetze. Manche Schüler brauchen viel Erklärvideo vorher, da setze ich dann vielleicht das Erklärvideo tatsächlich an den Anfang. Manche Schüler, bei uns gibt es MINT-Zweige, die müssen es selber machen. Da setze ich nur ein Impulsvideo an den Anfang. Und so entscheide ich das quasi immer so Pi mal Daumen, kriegen Sie ein Impulsvideo, kriegen Sie gleich das Erklärvideo. Aber damit entsteht ein Mathematikkurs für jede Jahrgangsstufe. Ich mache das jetzt im 6. Jahr und habe 540 Videos und was weiß ich, wie viel Content dazu. Eines ganzen Schuljahres immer als quasi E-Learning-Kurs. Jetzt werden Sie sagen, oh Gott, es ist ja eine massiv viel Arbeit. Ja, da haben Sie recht, aber ich teile mir die Arbeit. Wir sind mittlerweile 7 Kollegen, Ferdinand Stippberger mit einer befreundeten Schule, die 280 Kilometer in Bayern entfernt von meiner Schule ist. Wir haben uns zusammengetan und haben digital die Materialien erstellt, indem jeder Kapitel übernommen hat. Das heißt, wir haben uns geeinigt, nach diesem Konzept wollen wir unterrichten. Jeder stellt quasi im gemeinsamen Raum ein Kapitel digital her und darf die anderen dafür mitverwenden. Und jetzt haben wir die 5. Klasse komplett abgebildet, die 6. sind wir gerade dabei und wenn wir das in die Folgejahren weiterhin durchziehen, ist das eine enorme Bedeutung bezüglich des auf weitere Kollegen weitergeben. Ich bin nicht an meiner Schule und habe alle zum Flipped Classroom überredet, da bin ich weit davon entfernt. Aber wenn jetzt plötzlich 2, 3 Kollegen da mitziehen und im nächsten Jahr die sagen, Mensch, da ist ein ganzer Kurs fertig, ich muss ja mein Video nicht mal selber machen, jetzt steigen nochmal 2 dazu ein. Das heißt, hier haben wir eine Streuung, wo wir schnell im Kollegium nach vorne kommen. Es braucht tatsächlich ein paar Deppen, die die Arbeit vorher machen, aber um jetzt das irgendwie in die Masse, in die Breite zu kriegen, dass man das nutzen kann, da müssen wir anders motivieren, eben durch Mehrwert, durch Material. Vorsicht beim Flipped Classroom, aufpassen, dass es nicht ist wie damals vor 30 Jahren, wie heißt es beim Bayerischen Fernsehen, fällt es nie ein, Bildungsfernsehen, keine Ahnung. Also da gab es auch jemanden, der hat eine Dreiviertelstunde erklärt.
Video ist nicht 12 Minuten oder 45 Minuten. In meinem ersten Vortrag ist einer dann aufgestanden nach 10 Minuten und hat gesagt, das ist super, ich stelle mir eine Kamera ein Jahr lang hinten in den Unterricht rein und im nächsten Jahr lasse ich das einfach durchlaufen. Flipped Classroom ist super. Ja? Das ist völlig falsch verstanden. Das Video steht nicht im Mittelpunkt des Lernens, der Schüler steht im Mittelpunkt des Lernens. Und um individuelle und kompetenzorientierte Phasen möglichst effizient zu verzahnen, wähle ich diese Videos aus. Aufpassen, dass wir nicht den Trichter bedienen, dass wir eben nicht sagen, ich schiebe jetzt so viele Videos hinterher, bis alle am Schluss alles können. Das führt zu Überforderungen, die können sie nicht alles auswendig merken. Wir müssen entdeckendes Lernen, auch mit digitaler Bildung, weiterhin erfahrbar machen. Aufpassen, Technikfalle, das ist mein Arbeitszimmer. Ich bin auch für Sie getestet, in die Technikfalle reingeraten. Ich habe zwei Bildschirme, ein Mikrofon, eine geräuschlose Maus. Hier oben sind zwei Spots, unten sind zwei Spots, hinten habe ich ein Greenscreen. Das alles brauche ich nicht. Ich habe meine Videos, die ich vor 5 Jahren gemacht habe, wo ich das alles nicht hatte, sind heute mindestens genauso gut wie damals, inhaltlich. Ich brauche nicht unbedingt die perfekte technische Ausstattung. Was ich brauche, ist eine perfekte Unterrichtsstunde, eine didaktisch gut überlegte. Nochmal aufpassen, die Technikfalle ist die, die uns eher vom wieder guten Unterricht entfernt. Nicht so viel Zeit auf Technik verwenden und fragen, wie könnte ich das Ganze noch toller machen, sondern eher die Frage, wie könnte ich die Technik möglichst so schnell einsetzen, dass ich einen Mehrwert im Unterricht habe. Das, was ich Ihnen alles erzählt habe, ist eigentlich keine digitale Bildung, sondern digitale Lehre. Ich habe mich als Lehrer digitalisiert. Und wenn es ums digitale Lernen geht, dann sind wir da noch in einer ganz anderen Baustelle. Da haben wir diese 6 Kompetenzen, die uns die Kultusministerkonferenz auferlegt hat. Das sollen Schüler lernen und das lernen sie jetzt nicht dadurch, dass ich von mir als Lehrer selber Videos erstelle. Aber ich habe Zeit im Unterricht, um deutlich mehr zu machen. Nachdem der Vortrag bloß bis um 15:15 nachgeht, muss ich hier ein bisschen schneller machen. Aber ich baue Quizze ein, ich baue Bettermarx ein, ich baue kollaborative Elemente ein, wo die Schüler zusammenarbeiten müssen. Zum Beispiel müssen sie sich die Vierecke im Internet recherchieren, fotografieren, sich gegenseitig kommentieren und damit quasi ein Thema wie Vierecke gemeinsam an einem Padlet erarbeiten. Genauso lasse ich sie aber zum Beispiel auch mit My Simple Show einfache Erklärvideos machen, indem sie einfach ein Landtagebuch schreiben und My Simple Show verwandelt das in ein Legevideo. Das heißt, die schreiben einfach nur den Text runter, der Algorithmus sucht Schlagwörter raus, sucht nach Bildern und macht daraus ein Legevideo. Oder ich mache einen Answer Garden, wo ich ein Brainstorming mache, in Religion, in Deutsch, in allen Fächern, die Ideensammlungen braucht, ist das ein tolles Tool. Ich gehe da jetzt ziemlich schnell drüber, weil ich habe das danach noch. Gestern war ich mit meinen Schülern im Wald, da gibt es eine App, die heißt Naturblick, da kann man Pflanzen fotografieren und dann steht direkt dran, welche Pflanze das ist. Man kann Vogelstimmen aufnehmen und man kann danach ausgewertet kriegen, welcher Vogel das war, mit dem passenden Wikipedia-Eintrag für Kinder dazu. Sie sehen, digital oder hier zum Beispiel ein Adobe Spark, eine Schüler verschiedene Bilder machen lassen, sie dazu kommentieren lassen, einfache Videos selber erstellen. Wenn Schüler Content selber erstellen, dann wird am meisten Digitalkompetenz erlernt und dann erhalten sie am meisten Informationen. Das sage ich Ihnen jetzt alles, weil ich ja eigentlich Ihnen jetzt einen Vortrag über Flipped Classroom gehalten habe, der digitale Lehre bedeutet. Aber ich bin in diesen Jahren so digital kompetent worden, behaupte ich, dass ich jetzt weiß, wie ich es an meine Schüler weitergeben kann. Und das ist so der Weg. Jeder von Ihnen muss selber irgendeinen Weg gehen, digital kompetent zu werden, um es an die Schüler weiterzugeben. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ich verwende kein Smartphone, ich mag diese ganzen Dinger nicht, ich mag auch den Beamer nicht verwenden, aber ich kann trotzdem meine Kinder digital kompetent machen. Das wird nicht funktionieren. Und dementsprechend möchte ich Sie dazu einladen, versuchen Sie Ihren eigenen Weg zu finden, wie Sie in dieses Mysterium digitale Bildung selber reinfinden. Und als Anreiz, Moment, jetzt habe ich es nicht dabei, habe ich hier meine Homepage. Ich habe einmal einen Blog, wo ich viel drüber schreibe, meine ganzen Videos hier gesammelt und ich habe den Reiter Fortbildung, der sich jetzt eigentlich öffnen sollte, wenn das WLAN noch funktioniert. Klappt. Und da möchte ich Sie dazu einladen, schauen Sie sich doch mal um, man kann das Ganze auch ohne Kopfhörer anhören, weil ich habe das Ganze nur mit Musik untermalt, kann man dann auch mit anhören. Ich will nicht, dass jetzt alle rausgehen und morgen Flip Classroom machen, es muss immer noch eine Streuung geben. Aber ich möchte Sie dazu einladen, sich auch auf den Weg zu machen. Mein Weg war das Video und das Video hat mir die Augen geöffnet, wie ich meinen Unterricht viel effizienter, aber vielleicht auch besser machen kann. Und auf dem Weg, den Weg wünsche ich Ihnen, dass Sie den auch gehen können. Ich bin sehr überzeugt von dem Ganzen, was ich hier mache. Das hören Sie ja wahrscheinlich auch raus. Aber trotzdem weiß ich, dass es sich hier nicht um eine eierlegende Wollmilchsau handelt. Ja?
Video allein macht morgen noch keinen besseren Unterricht, aber ich brauche einen Türöffner, um mit den Schülern ins Gespräch zu kommen, und ich brauche einen Türöffner, um neu über Didaktik nachdenken zu können. Ich danke Ihnen für den fürs Zuhören beim Vortrag und würde mich freuen. Es gibt hier eine Umfrage bzw. ein Feedback-Tool. Das finden Sie hier auch auf Ihrer Karte. Da steht Feedback. Wenn Sie sich da eintragen, können Sie ein Feedback zum Vortrag oder zum Workshop oder auch zu allen anderen Workshops machen. Danke fürs Zuhören und noch viel Spaß mit den anderen 2900.